Stund hat Gold im Mund. Wir frühstücken noch schnell und dann geht's auf, den Phil holen und zum Bus. Das Wetter ist leider nicht ganz optimal. In der Früh hat mich der Wind geweckt. Ein paar Pfützen waren auch draußen oder Lacken, wie man uns in Österreich sagt. Schauen wir mal, wie es im Borgenland wird. Wir haben angefangen, das zu tun, was uns heute noch ganz, ganz lange und ganz oft tun sehen wird, nämlich gehen. Wir fahren gerade in Eisenstadt ein, steigen dann Alex und Mike zu und dann geht es weiter Richtung Mörbisch. Mein Puls war so hoch, dass ich die Pulsuhr runtergegeben habe. Ich bin einfach viel zu nervös. Wir haben Mörbisch verlassen. Das Wetter schaut dabei stabil aus. Hoffentlich bleibt es so. Gerade bei Rust an, da sind die Häuser, knapp 5 Kilometer unterwegs, alles gut. Wir sind ein bisschen über eine Stunde unterwegs, 6 Kilometer liegen hinter uns, schauen wir, wie lange wir diese Geschwindigkeit halten werden können. Oh, das ist was. Die ersten 10 Kilometer sind bald geschafft. Bei einer Zeit unter knapp 1 Stunde 45. Würden wir die Zeit halten können, würde man netto wahrscheinlich 10,5 Stunden brauchen. Ich rechne keineswegs damit. Ah ja, hast du geschrieben, oder? Hat noch einen Tropfen gespürt? Scheiße. Da regnet's. Da hinten schaut es leider wirklich ziemlich grausig nach Regen aus. Und bei uns fängt es auch schon an zum Tröpfeln. So, wir sind 60 Kilometer unterwegs, 4 gehen wir noch, dann werden wir eine kleine Pause machen. Thank you.
vierte Stunde ist angebrochen. Wir haben knapp 18 Kilometer geschafft. Wir werden dann schauen, dass wir kurz dann noch eine Pause machen. Wie geht's euch? Gut. 120 Kilometer, wir kommen. Nachdem es nichts wird mit dem Sponsoring, gibt es auch keine Werbung mehr. Gut ist trotzdem. Irgendwie ist er gerade ziemlich ungemütlich geworden. Der kalte Wind und Regen tut im Gesicht weh. Was ist? Was sagst du? Ja, kann dem nichts hinzufügen. Zum Glück habe ich mittlerweile ein iPhone, das wasserdicht ist. Nun ja, einiges kann man ändern, aber das Wetter nicht. Zumindest schüttet es nicht wie aus Strömen. Wir sind irgendwo bei Kilometer 24. Stimmung ist eigentlich ganz gut. Natürlich fangen die Beine und die Füße ein bisschen an, dass wir es spüren. Aber wir haben da noch zu viele Kilometer vor uns, als dass wir uns da jetzt wirklich schon Gedanken drüber machen wollen. Kilometer 28 und wir sind bei übermütigen Gesprächen, ob wir nicht doch die 120 angehen sollen im März. Wir werden es sehen. Wir sind gleich in Winden am See, die Blasen werden verarztet und so weiter, damit wir dann fit sind für die weiteren 30 Kilometer, die folgen. Was haben wir denn? Easter Egg. No! Da kurz vor der Marathondistanz die Riesenüberraschung. Unter irgendeinem räudigen Holzstapel wartet ein Bier. Phil, wie geht's in den neuen Schuhen? Ja, besser, trocken. Nachdem wir die Marathondistanz zurückgelegt haben, haben wir uns eine kleine Pause verdient. Also sag mal, wie ist die Stimmung so? Die hat so nachgelassen mit der Wind. Nein, es ist super. Ja, also jetzt geht es zu. Motivation! Stirnlampe ist raus und wir sind gerüstet für die Finsternis. Was sich niemand aussprechen traut ist, dass wir aus jetziger Sicht noch 4 Stunden unterwegs sein werden. Ich trinke eigentlich nicht mehr jeden Tag Koffein, aber gute Tage macht es einfach zu noch besseren Tagen.
Wir sind da. Jetzt gehen wir noch bis zur nächsten Kreuzung. Da ist eine Vogelaussichtsplattform. Da biegen wir dann an. Und den Güterweg, den Weißen, gehen wir noch rein. Und dann sind wir in Golz. Wir sind beim 47. Kilometer. Haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir ein kleines Stück abzweigen werden. Also insgesamt werden es dann 55, die wir heute gehen. So, meine Herren, wir haben die 50 Kilometer. Tschüss, Phil. Wir marschieren in Golz ein. Jetzt haben wir es bald geschafft. Wie viele Kilometer noch? 1,4 Kilometer circa noch. Auf 53 Kilometer tun mir jetzt tatsächlich schon ein bisschen die Füße weh. Okay, ein bisschen ist eine Untertreibung. Und tun ziemlich die Haxen weh. Nach einem ausgezeichneten Gulasch befinden wir uns jetzt im Auto am Heimweg. Die Fierstouren weh, aber es war ein Riesenspaß.